Ich habe mein absolutes Lieblingsbuch entdeckt. Meine italienische Reise. Ja, nicht von Goethe, sondern von Marco Maurer. Marco Maurer kommt aus Hamburg, da wohnt er auch heute noch und er hat einen Lebenstraum. Er möchte einmal mit einem uralten Fiat Cinquecento von Sizilien nach Hamburg reisen. Und das macht er jetzt auch. Ein Freund hat er mit, der fotografiert und es ist wirklich dieser Cinquecento, den sie dann nach vielem Hin und Her auf Sizilien kaufen, Baujahr 68. Und nun fahren sie also zu zweit los, den kompletten Stiefel hoch bis nach Hamburg. Der Hauptteil der Reise spielt natürlich in Italien und das ist so wunderbar beschrieben. Und er erzählt von sich, er erzählt von früher, von seiner italienischen Großmutter. Er beschreibt Begegnungen, die er da hat, also mit einem Safranbauern, mit Köchinnen, mit Landwirten, mit Lehrern, mit allem drum und dran. Also er hat ganz, ganz viele Begegnungen auf seiner Reise. Mehr als 10-mal geht das Auto zwischendurch kaputt, aber die Italiener wären ja nicht die Italiener, wenn sie das alles wieder hinkriegen würden. Also es ist wundervolle Reisebeschreibung, jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man eben nicht so reisen kann. Also man fährt da mit dem kleinen Auto da entlang. Was es dann auch noch so besonders macht, immer wenn er Leute trifft, die ihn bekochen, und das ist ja beinahe täglich, werden die Rezepte auch noch mit eingepflegt. Also man kann sofort loskochen und losessen. Das Buch macht einfach Laune. Also wirklich mein absolutes Lieblingsteil jetzt für das Frühjahr.